Der Engländer Henry Scott Holland predigte vor über 100 Jahren: Tod hat keine Bedeutung. Ich bin nur nach nebenan verschwunden. Ich bin ich und du bist du. Was immer wir füreinander waren, das sind wir noch. Warum sollte ich vergessen sein? Nur weil du mich nicht mehr siehst? In diesem Jahr bleiben nicht nur bekannte, vertraute Gesichter unvergessen. Es bleiben Menschen, die uns Freude brachten, lachen und weinen ließen, uns Geschichten erzählten, die uns beeindruckt haben mit einem Boxkampf, einem Lied und mit mehr als einem Film. Der große Schauspieler Rolf Hoppe wollte immer aus kleinen Rollen Charaktere machen. Ich halte es mit Lessing. Ein Mensch spielt Menschen für Menschen. Ein faszinierender Kollege und ein guter Freund. Zum ersten Mal war bei dem Film Spur des Falken. Ich kann mich erinnern, als ich den damals gesehen habe, dachte ich, Mensch, der Dicke, wie kommt er überhaupt aufs Pferd? Wir brauchen einen Kran, um ihn aufs Pferd zu hieven. Aber dann, als ich gesehen habe, wie er flink aufs Pferd steigt und dann über Hindernisse, über alles reitet, also ich kriege mir den Mund nicht mehr zu. Einen Ausflug machen, was? Hier wird nicht gekniffen, Emerson. Meskasinne aussteigen. Kommen Sie raus. Ich würde sagen, ohne Rolf Hoppe, ohne seine Rollen, ohne das, wie er die Rollen gestaltet hat, wäre auch meine Rolle viel kleiner. Das heißt, er hat mich auch nach oben gezogen. Moment noch, Leute, nicht schießen! Die Rotart gehört mir. Der hatte wirklich Probleme gehabt, aber das zeigt, wie gut er war. Ich weiß zum Beispiel, dass seine Kinder in der Schule Probleme hatten, weil die ganze Klasse war auf meiner Seite und haben ihn immer beschimpft, er ist der Böse und so. Und einzige waren seine Kinder, die ihn verteidigt haben. Nein, unser Papa ist nicht böse. Dann ist er noch in die Schule gegangen und hat mit den Kindern gesprochen, hat gezeigt. Weil er ist wirklich als Mensch, ist er eine Seele von Menschen eigentlich, ne? Rolf war einer, der in sich ruhte. Der war still, der war ruhig, der war, ich glaube, den konnte man nicht auf die Palme bringen. Er nahm immer alles so gelassen. Er hat immer Pfeife gerne geraucht. Ich sage, wozu brauchst du denn das? Ja, irgendwie hat ihn das beruhigt, ich weiß es nicht. Er ist auf dem Pferd sogar mit der Pfeife gestiegen. Ich sage, Rolf, lass das. Und tatsächlich eines Tages ist ihm der Wind irgendwie diese Asche aus der Pfeife ins Auge geweht. Und dann hat er mal ein bisschen Probleme gehabt. Und dann hat er dann gelassen. Und vergiss nicht, die Tanzfiguren zu üben, damit du mir beim Ball keine Schande machst. Und merke dir, dass ich in deinem Alter auf einem Ball drei Paar Schuhe durchgetanzt habe. Wirklich? Er war Familienmensch, ja. Der war wirklich, ob das in Dresden oder irgendwo, der war immer gerne zu Hause. Als ich mal bei ihm privat war, habe ich ihn zu Hause besucht. Da hatte sein Hut aus dem Film, der hatte ein Loch. Und auf dem er noch im Film getrampelt hat, den hat er damals organisiert und hat sich ihn mit nach Hause genommen. Ich sage, Rolf! Du Hund, du hast das geklaut. Ne, sagte ich, ich habe das organisiert. Ich sage, Mensch, und ich habe nichts da. Und das war schön. Das sind solche Kleinigkeiten, solche Sachen, die einen immer wieder erinnern.
Natürlich, es gibt Rollen, die sagen wir mal, wichtiger sind und die künstlerisch wertvoller sind, die er gespielt hat. Letzte Chance, Sort of Reden, Sie zu Ihren Leuten und Sie sind frei. Sie sind einer der unseren. Sie sind auf Seiten der Sieger. Reden Sie. Das Wagenrennen war mit schnellen Pferden, da trat er an mit anderen Wagenlenkern. Aus Achaia und aus Sparta jeweils einer. Zwei Libyer, vier Rosse vor dem Wagen. Machen wir es kurz. Teilen wir Rebekkas Erbe in zwei Hälften. Eine für die Brüder, eine für die Gemeinde. Gibt es Einwände? Widerspruch? Ich wollte so gerne mit ihm noch so einen Film machen, eigentlich in dem Milieu, wo also Indianergeschichten, weil wir hatten damit Erfolge gehabt, aber ich hätte gerne so einen Film mit mehr Tiefe gemacht, weil wir vernichten unseren Lebensraum. Und Indianer haben immer gelebt im Einklang mit der Natur. Die haben uns den Weg gezeigt und zeigen uns immer noch. Das ist noch aktuell. Und so einen Film hätte ich gerne noch mal mit ihm gemacht. Er hat uns viele schöne Rollen hinterlassen. Es bleibt ein guter Schauspieler, guter Freund und ein guter Mensch.